Als ehemaliger Vogelfänger kommt so einiges zusammen. Die Schädel sind noch aus Gwinlings Zeiten. Sie sind eklig. Warum hängst du sie nicht ab? Wir müssen das Bild aufrechterhalten. Falls jemand merkt, dass ich keine Vögel mehr fange und dafür mit einem sprechenden Raben lebe, verbrennt man uns bei lebendigem Leib. Aber du hast sie doch alle gerettet. Sag ihnen das doch mal. Der Vogelfänger ein Held? Die lachen mich doch aus. Außerdem ist mir gleich, was diese Tölpel von mir denken. Würden sie aber gut von dir denken, wäre dein Leben doch schön. Nori, mein Leben war schön. Es war schön mit dir auf Reisen. Mir reicht, dass du weißt, was wir getan haben. Okay. Das klingt doch mal sehr schön, aber wie kriege ich hier das Fett aus dem Topf? Ich habe ja nur das Messer und ich habe die Kette. Noris alte Halskette. Ich trage sie, bis sie sie wieder tragen kann. Kann ich das Messer hier mit dem Vogelbart benutzen? Feiner bekomme ich das Kraut nicht. Okay, das funktioniert nicht. Guck gerade, ob ich hier irgendwo einen Behälter finde oder so, weil ich kann das Vogelbart sicherlich nicht mitnehmen. Mit bloßen Händen bekomme ich es da nicht raus. Leider nicht. Hier ist nur ein Vorhang. Hier die Karaffe oder wie das heißt, das könnten wir doch einfach mitnehmen. Oder hier oben eine Flasche zum Umfüllen wäre doch was Schönes. Nuri, kannst du da einfach reinhüpfen? Au. Bewege dich nicht. Wenn du dich bewegst, wird es nur noch schlimmer. Ich beeile mich mit der Salbe. Ja, ich arbeite dran. Ich bin gleich wieder gewillt, weil ich nicht weiß, was ich tun soll, hier einmal auf den Hotspot-Punkt zu klicken. Wozu? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Wozu? Nein, das funktioniert nicht. Und das hier hatten wir auch schon probiert, das geht auch nicht. Das dauert die halbe Nacht, bis ich das Fett damit ausgekratzt habe. Ja. Gut, wir gucken mal. Also die Punkte haben wir, das haben wir, das haben wir. Die beiden haben wir. Jetzt bin ich überrascht, weil ich habe alle Punkte, die anzeigt. Doch, die Kommode. Da ist nichts drin, was Nori helfen könnte. Hä? Ach so, er hat ja einen Zauber. Moment. Das ist zu stabil. Das funktioniert nicht. Das? Da brauche ich keinen Zauber. Das geht auch nicht. Die Kommode. Kann ich hier irgendwas kaputt machen? Ich probier's mal. Das übersteigt meine Kräfte. Aha, okay. Die beiden kann ich ja nicht machen. Also irgendwie... Kann ich hier irgendwas zerschneiden? Es würde nur stumpf werden. Nein? Hier gibt es nichts zum Schneiden. Verdammt. Ich schneide Nuri auf. Gwinling hätte das getan. Ich niemals. Verdammt! Ich dachte, das wäre so eine gute Alternative. Es würde nur stumpf werden. Gut, den Vogelbaum, komm, wir machen ihn mal kaputt. Es würde nur stumpf werden. Ja, ich rate jetzt wirklich mal wieder. Der Zauber, das ist ja reparieren, zerstören. Alchemietisch. Da muss nichts heil gemacht werden. Der Vorhang. Der lässt sich auch mit Magie nicht mehr reparieren. Überleg gerade, kann ich den vielleicht... Also ich suche irgendwas wie so ein Verband, ne? Damit man das in das eine reintauchen kann und dann vielleicht da in den Topf. Der Topf selbst kann ja nicht angezündet werden, leider. Ich schneide einen Fetzen heraus. Genau, so habe ich mir das gedacht und dann kann ich vielleicht den Stoffstreifen hier in das Vogelbad tränken und dann ein bisschen Fett durch den nassen Stoffstreifen dann sozusagen auf in dem Topf hier das Fett lösen und dann abreiben und dann kann man das als Verband nutzen. Ist zumindest ein Plan. Es fehlt noch Fett. Okay, die Reihenfolge ist wichtig. Der Fetzen ist jetzt ganz fettig. Ach, mit dem Messer haben wir es nicht abgekriegt, aber mit einem nicht getränkten Stofffetzen, da geht's. Okay,
Fragen wir nicht. Okay, jetzt können wir das auf jeden Fall hier reintauchen in das Vogelbad und dann haben wir einen, ja, mit Medizin getränkten Verband, denke ich. Pereine, lass dieses Fett für Nuris Wunde reichen. Ich habe kein anderes. Das wird schon funktionieren. Ich bin vorsichtig optimistisch. So, Nuri, hier ist dein Verband. So. Und als nächstes machen wir dich wieder zu einer Fee. Hast du den Mann getroffen? Ja, ich weiß noch nicht, ob ich ihm trauen kann. Aber wenn Giacomo recht hat, dann ist bald alles wieder so wie früher. Dann bist du wieder so groß wie ein Mensch. Und zusammen reisen wir wieder durch Aventurien und erleben ein Abenteuer nach dem anderen. Wann glaubst du, kann ich wieder fliegen? Lass uns morgen sehen, wie es deiner Wunde geht. Vielleicht können wir etwas üben gehen. Schön. Schlaf gut, Geron. Schlaf gut. Und keine Sorge. Bald ist wieder alles beim Alten. So wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Kapitel 2. Und noch einmal, diesmal schaffst du es. Ich weiß nicht. Nicht entmutigen lassen. Denk an was Schönes. Denk an... Wir haben einen Erfolg. Steht unten gerade im Steam-Overlay Kapitel 1 abgeschlossen. Sehr schön. Das war über eine sehr schnell wirkende Salbe und anscheinend scheint der Flügel wieder vollkommen in Ordnung zu sein. Gut, sie soll an was Schönes denken. Unseren Sieg gegen das Böse ist nicht wirklich schön. Unsere Bootsfahrt auf dem Svelte war vielleicht eine schöne Erinnerung. All unsere lustigen Begegnungen, naja, er fand's lustig, sie wahrscheinlich nicht. Unsere erste Begegnung, weiß ich nicht, ob die wirklich schön war. Unsere ersten Heldentaten, naja, wenn es um Heldentaten geht, die waren wahrscheinlich nicht gerade eine tolle Sache. Unsere Nacht am Lagerfeuer, das klingt irgendwie romantisch und ich glaube, ich nehme das mal an. Unsere gemeinsame Nacht in den Brinasca Marschen. Du wolltest mit mir einen Liebesbund eingehen. Ja, das war schön, aber du hattest mich davor angelogen. Ich wollte dich retten. Hätte ich dir die Wahrheit gesagt, wärst du nicht mitgekommen. Wie auch immer, ich erinnere mich gern daran. Weißt du noch? Das hat ja super geklappt. Das ist das, was ich meinte. Wahrscheinlich gibt es hier immer einen Haken. Nuri scheint mir nicht gerade positiv eingestellt zu sein. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Sie klingt auf jeden Fall ein wenig deprimiert. Deswegen, unsere erste Begegnung, die war sicherlich sowas von wunderbar schön und traumhaft. An sowas erinnert man sich gerne zurück. Denn da ist Folgendes passiert. Denk an unsere erste Begegnung. Du hast jahrelang in einer einsamen Höhle gelebt. Und zusammen fanden wir einen Weg, dich endlich zu befreien. Und was du seither alles gesehen hast. Das Erste, was ich sah, waren Menschen, die mich töten wollten. Aber du hast doch auch schöne Dinge gesehen. Nuri, du musst doch irgendeine schöne Erinnerung haben. Erinnerst du dich noch an... Ich sag doch, das wird hier alles nix, aber... Unseren Sieg gegen das Böse. Ach nee, komm hier. Unsere Bootsfahrt auf dem Svelte. Bevor wir Enqui erreichten, sind wir auf dem Svelte gerudert. Vorbei an Feldern und Windmühlen. In einer Mühle wurden wir angegriffen. Das war davor. Ich meine danach. Sie hätten uns fast getötet. Wir leben doch noch, oder nicht? Es wird Zeit, dass du wieder eine Fee wirst. Weißt du noch, wie fröhlich und sorglos du früher warst? Natürlich weiß ich das. Das macht mich doch nur noch trauriger. Na komm, genug für heute. Muss ich wieder in den Käfig? Ja, leider. Mit einem zahmen Raben auf der Schulter halten mich die Andergaster doch sofort wieder für einen Hexer. Ich bin froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Na gut. Lass uns auf dem Rückweg bei Fahis Zelt vorbeischauen. Er hat so eine sorglose Art. Er macht dir bestimmt wieder Mut. Geron? Ja? Ich will ja auch wieder so sein wie früher. Aber ich weiß nicht mehr wie. Es ist so viel passiert. Ach, wir schaffen das schon irgendwie. Ah,
Also Nuri ist wirklich ein Quell der Lebensfreude. Anders kann ich das gar nicht beschreiben. So viel Optimismus, wie sie hier in die Welt bringt, das hat man nur selten gesehen und ist schwer zu reproduzieren und Gut. Außerdem, was hat Geron denn dagegen, der Hexer zu sein? Ne, wenn er als der Hexer, der einzig wahre Hexer, deklariert wird, dann ist er doch ein Held. Dann hat er ein Silberschwert und kämpft gegen große Monster, befreit Dörfer, macht immer das, wofür er bezahlt wird, manchmal auch das, was er für richtig hält, und hat magische Gefährten, also mächtige magische Gefährten, so wie hier Jennifer oder wie die hieß, oder Gwennifer, die wurde irgendwie anders ausgesprochen, egal. Oder wurde sie nur anders geschrieben? Ist auch egal. Gut, was soll's. Ihr wisst, wen ich meine. Ich meine natürlich nicht Geron der Hexer, sondern Geralt der Hexer. Ja, so, war aber ein anderes Spiel. Muss ich auch zugeben. Hier haben wir erstmal Geröll. Da kann er gleich mal drüber nachdenken. Darunter liegt Noris alte Höhle. Als ihr Feenkörper vernichtet wurde, ist auch die Höhle eingestürzt. Vermisst du dein altes Zuhause? Ich weiß nicht. Glaube nicht. Mein Gott, ist das runterziehend. Ich kann nicht. Ich kann nicht anders. Ich find den Rahmen so richtig lebensbejahend und motivierend. Da will man das Spiel richtig gerne weiterspielen. So, jetzt lassen wir ihn mal hier den guten Herrn über das Geröll nachdenken. Hier sind wir uns das erste Mal begegnet. Du wolltest mich einfangen wie ein Vogel. Ich konnte ja nicht wissen, dass du so groß sein würdest. Und so dickköpfig. Das musst du gerade sagen. Stimmt. Auch wenn wir sonst nicht viel gemeinsam haben, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja. Und jetzt haben wir sie eingefangen. Wie ein Vogel. Ironie des Schicksals. Hier ist nix. Da unten geht's zum Zeltplatz. Aber erstmal gehen wir mal kurz nach rechts. Und kurzum, man kann es auch anders sagen, er hatte ja gesagt, als sie hier das Fliegen lernen sollte, denk an unsere erste Begegnung, wir standen direkt davor. Ne? Also toll, ne? Du sollst was Positives damit assoziieren. Ich wusste ja gar nicht, dass wir davor stehen, aber man soll was Positives assoziieren und sieht dann praktisch, dass alles zerstört ist. Das war wirklich taktvoll. Gut, ich hätte was anderes nehmen können, aber wie ich gerade sagte, also als Gesprächsoption hätte ich was anderes auswählen können, aber ich wusste ja nicht, dass wir gerade hier stehen. Ich spiele das zum ersten Mal, ne? Also, so, zum Zeltplatz. Wer sind diese Leute? Diese Statuen machen mir Angst. Sie sehen aus wie die Grabsäulen aus Fahis Erzählung, nur mit Gesichtern darin. Heda, was ist hier los? Reda, ich kann so nicht arbeiten. Magister Bodiak? Dieser Mann stört meine Ermittlungen. Rede mit ihm. Schick ihn fort. Ich habe für so etwas keine Zeit. Es tut mir leid, aber das Kampfseminar der Magier zu Andergast hat dieses Gebiet bis auf Weiteres gesperrt. Du gehst besser nach Hause. Was ist hier geschehen? Eine Meute aus der Stadt wollte einen fahrenden Händler aus dem Land jagen. Und das wurde aus ihm, tada, botulamidische Säulen mit andergastischem Kern. Vom Händler fehlt jede Spur. Er ist verschwunden? Jep, und jetzt kusch dich. Sonst widerfährt dir womöglich noch das Gleiche. Es ist doch alles verhext. Fahi war unsere beste Möglichkeit, dich zu heilen. Aber ist er nicht böse? Hat er nicht die Menschen versteinert? Nuri, das war ein Andergaster Lynchmob. Hätte ich es gekonnt, ich hätte sie auch in Klötze verwandelt. Er muss hier irgendwo eine Spur hinterlassen haben. Besser, ich finde sie, bevor die Magier vom Kampfseminar es tun. Sonst stehen wir wieder am Anfang. Interessant. Dann war das, was wir... Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Rechts. Wenn du so fragst, das Zelt ist rechts. Kann aber nicht sein, weil die alle nach links gucken. Okay, was soll's. Ich wollte sagen, dann war das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, die Säulen da
zwischen den Steinwächtern, dann waren das auch versteinerte Leute, mehr oder weniger, weil da hieß es doch auch, als sie die berührt hat, dass es in den Säulen pulsiert. Wie viele Angreifer waren es? Ich sehe gerade 3. Achso, Angreifer. Na gut, das war ein Lynchmob aus 3 oder mehr Leuten und wahrscheinlich war ein Angreifer bzw. einer, der sich... Wie sah der Magier aus? Ja, er hat sich verteidigt, war einer. Ne? So, gut, ich guck mal nach Andergast. Nö, erstmal Tasche. Wir klauen mal was, wenn es was zu klauen gibt. Sieht aus wie der Sack eines Wanderers oder Jägers und nicht wie die Tasche eines ernstzunehmenden Magiers. Kann ich mal reingucken? Pass auf, Junge. Ich habe gute Augen. Ich glaube, der gute Herr, der Eurich, trägt eine Brille. Kann ich die klauen? Aber erstmal Steinsäule. Die Säule. Sie trägt das Gesicht der Fleischerin vom Markt. Was ist hier geschehen? Kann sie reden? Heda, ist da jemand drin? Sie kann nichts hören. Und ich durch dieses Geschrei auch nichts. Also bitte. Gut, wir brauchen eine neue Fleischerin. Eine Steinsäule mit einem steinernen Schwert und einem fein gehauenen Bart, wenn er denn gehauen wäre. Okay. Ist übrigens interessant, dass diese Säulen wirklich als Säule entstehen und nicht die Leute einfach als Steinstatuen erstarren, sondern wirklich dann in eine Säule verwandelt werden. Was ist hier geschehen? Gute Frage. Diese Säulen erinnern mich an Fahis Beschreibung der Grabkammer. Ja, wohl wahr. Er ist zu weit weg. Okay. Und hier ist die Truhe wieder. Sie steht an genau dem gleichen Fleck wie gestern. Nur die Versteinerten sind neu dazugekommen. Und diese Absperrung. Dafür bin ich zu weit weg. Gut, wir können hier nicht viel machen, aber vielleicht können wir mit dem Magier reden. Er hält eine kleine Muschel an die versteinerte Frau. Ob er glaubt, damit mit ihr reden zu können? Es sieht nicht aus, als würde sie ihm antworten. Oder er versucht heraus... Wie viele Angreifer waren es? Ich wollte gerade sagen, oder er versucht, ihren Herzschlag zu ermitteln, ob sie überhaupt noch einen hat. Aber er stellt ja Fragen. Also wahrscheinlich versucht er wirklich mit ihr irgendwie magisch zu kommunizieren. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Fragt ihr mich? Ah, er ist ja immer noch hier. Breda, ich erwarte mehr soldatische Härte. Mach, dass er verschwindet. Ich kann so kein Wort verstehen. Verschwinde. In Ordnung. Und da bin ich wieder. Aber erst muss ich herausfinden, was mit Fahi geschehen ist. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? War irgendwie gerade cool. Ich gehe da mal und komme dann mal wieder. Und diese soldatische Härte, die wir gerade gehört haben, die sucht ihresgleichen. So, um die Lichtung herum. Wie viele Angreifer waren es? Ach jetzt. So, und hier nochmal ein kleiner Hinweis. Sollte es gelegentlich ein wenig ruckeln... Der Geist muss sich mit versteinert haben. Ja, sollte es ein bisschen ruckeln gelegentlich, muss ich mich dafür entschuldigen. Mein PC rendert im Hintergrund immer noch. Und deswegen kann es gelegentlich zu kleineren Rucklern kommen. Ich denke aber, das ist in dem Programm nicht ganz so schlimm, weil es ist ja doch relativ statisch und deswegen, ja. Ich höre nichts. Keinen einzigen Gedanken. Genau, das müsste eigentlich trotzdem verschmerzbar sein und relativ gut sichtbar oder ansehbar sein, sage ich mal so. Gut, eine Steinsäule. Komme ich jetzt an die ran? Diese Säulen erinnern mich an Fahis Beschreibung der Grabkammer. Jupp. Er ist zu weit weg. Schade. Gut, Absperrung. Eine weitere Absperrung. Komm ich da rüber. Hey, das Seil hängt da nicht ohne Grund. Echt? Ich wüsste gar nicht, warum es hier hängt. Ist doch gar nichts passiert. Diese Säulen sehen sehr hübsch aus. Hat sich der Künstler viel Mühe gegeben. Und das war's. Ich glaube im Übrigen, die rannten weg. Wenn ich mir den hier so ansehe, diese Säule hier, das sieht so aus, als ob der... Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Hier, vom Zelt, weil der rennt gerade in die linke Richtung.
sieht man gerade. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die rannten vor Panik oder schreiend, rannten die hier weg. Und deswegen muss hier vom Zelteingang wahrscheinlich der Angriff gekommen sein. Wir haben Breida, wir haben hier auf jeden Fall eine... Der Geist muss sich mit versteinert haben. Ja, eine sehr durchsetzungsfähige Kriegerin vor uns. Eine Soldatin oder so. Ich gucke mir die erstmal an und dann rede ich mal eine Runde mit ihr. Ich habe sie schon einige Male auf dem Markt gesehen. Das Kampfseminar nimmt noch nicht lange Frauen an ihre Reife waren es. Ja, schön, wenn sie alle durcheinander reden. Egal, wir reden mal mit ihr. Heda, gibt es denn gar keine Spur des Händlers? Doch, er führt einen geschliffenen Doppelkunchoma, mit dem er jede Nervensäge in kleine Scheiben schlägt. Woher weißt du das? Ich sehe es. Er steht damit grinsend hinter dir. Nein, ich höre immer noch nichts. Keinen einzigen Gedanken. Und jetzt verschwinde bitte. Sonst bekomme ich nur noch mehr Ärger. Was war das für ein Witz? Ich habe ihn noch nicht einmal verstanden. Naja, egal. Gut. Wenn ich auf die Lichtung will, muss ich sie irgendwie ablenken. Diese Säule hier, kannst du dir die mal angucken? Er ist zu weit weg. Verdammt. Irgendwie ablenken. Nuri, ich habe doch einen Raben, der wahrscheinlich gut fliegen kann. Aber erstmal, ich guck mir den Raben mal kurz an. Ich muss Fahi finden. Nur er kann mir helfen, Nuri zurückzuverwandeln. Gut, es gibt mehrere Varianten. Ich habe ja noch den Zauber. Vielleicht kann ich irgendwas kaputt machen, um der Geist dann... muss ich mit versteinert haben. Um dann in Richtung Zelteingang gehen zu können. Ja, da kann ich nicht gucken, aber ich probiere mal, ob ich Nuri vielleicht als Ablenkung verwenden kann. Das würde ihr nicht gefallen. Verdammt, ich wollte ja auch das hier anklicken, die gute Dame. Sie sieht nett aus. Ich weiß, aber darauf können wir uns nicht verlassen. Ich höre nichts. Keinen einzigen Gedanken. Das war eben niedlich. Kannst du auf die Steinsäule fliegen? Ich meine, vorhin die Flugversuche haben ja nicht geklappt. Nuri könnte sich vor dem Magier als der Versteinerte ausgeben. Doch ist ihre Stimme dafür nicht tief genug. Interessante Variante, aber wie kriegen wir eine tiefe Stimme hin? Gut, ich probiere mal was. Wenn das wirklich versteinerte Menschen sind, sollte ich mit meinem Zauber vorsichtig sein. Wieso? Kanntest du ihn? Willst du ihn etwa am Leben lassen? Natürlich wollen wir ihn am Leben lassen. Die Truhe. Passiert nichts. Verdammt. Ja, gut, hab's verstanden. Zum Zelteingang geht nicht. Dafür bin ich zu weit weg. Das habe ich mir doch fast gedacht. Okay, also sie müsste eine tiefe Stimme nehmen. Wie sah der Magier aus? Aber andersrum, das ist doch eine Bäckerin. Die müsste doch eine weibliche Stimme haben. Mal gucken. Psst, Nuri, kannst du mir einen Gefallen tun? Lenk den Magier ab. Hüpf hinter die Statue und rede mit ihm. Er wird glauben, du bist die versteinerte Frau. Soll ich ihm von König Kastanie und den Rübengeistern erzählen? Nein. Beantworte seine Fragen. Welche Fragen? Und was soll ich antworten? Hör hin. Wie viele Angreifer waren es? Nur einer, zwei, 11 bis 15. Unzählige. Es war einer. Wir lassen die Tochter mal raus. Sag, es war nur einer. Wie sah der Magier aus? Schwarzer Umhang. Es war ein Äffchen. Oder kokosfarbene Brosche. Zu neblig. Auch nicht schlecht. Er hat ein Äffchen. Das hatte er, definitiv. Ich weiß bloß nicht, ob es sinnvoll ist, dass wir jetzt hier wirklich den Magier auf die richtige Fährte schicken. Es war zu neblig. Es war zu neblig. Du konntest nichts erkennen. Woher weißt du das alles? Ich weiß es doch gar nicht. Ich rate nur. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Aus Nordost, aus dem Wald, vom Zelt, von hinten. Wir wissen es, es war von hinten. Ihr wart in einen Hinterhalt geraten. Sie kamen von hinten. Und in welche Richtung sind sie dann gegangen? Weg. In den Wald. Weiß ich nicht. Ja, woher soll man das auch wissen? Man ist versteinert. Das konntest du nicht erkennen. Kannst du dir das merken? Ja, das ist leicht.